mein Freund, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Borderlands The Pre-Sequel. In der letzten Folge haben wir so ein bisschen kleinere Missionen gemacht. Aber besser gesagt, wir haben Sabaton Bescheid gegeben, dass einer ihrer Kommandanten gestorben ist. Kennst du dich mit Lasern aus? Es gibt da einen Lichtreaktor in einem nahen Gebäude, den ich von den fetten Batzen Mondsteine verhökern könnte. Wenn du mir den besorgst, dann kannst du eine von meinen überzähligen Laserknarren haben. Ich hab dich... Vorsicht, das... Ich sollte mir lieber mal die Gespräche anhören. Du hast es geschafft! Das Gebäude mit dem Lichtreaktor ist ganz in der Nähe. Geh rein! Ach ja, deshalb habe ich dir die Protgun gegeben. Feuer mit ihr auf die Kragans. Dann werden sie wütend und greifen an. Wenn du sie in das Gerümpel locken kannst, schlagen sie für dich eine Bresche. Okay. Bim doch gleich mal. Mach mir doch sofort. Musst du den Kraken hier entkriegen. Ich sollte nicht immer so loswischen. Jetzt super, wie soll ich den nehmen? Zerstörst ihn für mich und kassierst dafür eine coole Torknarre. Warum? Weil ich Laserwaffen hasse und voll nachtragend bin. Das steckt tief in mir drin. Schmeiß den Lichtreaktor irgendwo in die Lava. Oh, der Muskel, der tut mir fast leid. Du kannst den Reaktor für Torg zerstören oder mir geben. Ich mag dich so oder so. Tja, als wenn wir so eine Wahl haben. Ich will aber eine Laserwaffe. Ist aber lieb, dass die uns dann trotzdem noch mögen würde, wenn wir es für Torg zerstören würden. Ich brauche neues Werkzeug. Klappt das mit dem kleinen Auftrag? Ja, gut, dann lege ich es eben dahin. Wir geben ein tolles Team ab. Abgesehen davon, dass ich gar nichts tue. Wie gemein! Alle haben Spaß mit ihren Laserwaffen und ich sitze hier nur rum und jage Sachen in die Luft. Mein Leben ist scheiße. Ach, woher? Die Leute stehen auf Explosionen. Das sagst du doch nur so. Die Leute wollen Laser, keine Explosionen. Nein, ich stehe wirklich auf Explosionen. Du bist klasse. Wirklich? Jetzt bist du mir sympathisch. Willst du mit mir gehen? Sorry, ich stehe nicht auf Kerle. Nein! Freundschaftszone! Okay. Erzählt Athena die Sache mit dem Lichtreaktor links herum? Dann möchte ich mal klarstellen, dass ich damals in einem tiefen Loch stecke. Ich weiß jetzt, dass die Freundschaftszone ein imaginärer, frauenfeindlicher Ansatz für eine Beziehung ist. Versteht ihr, was ich meine? Bitte zisch ab, Talk. Okay! Sehr schön. Die ist sogar besser als die, was ich jetzt habe. Wo ist die? Ich habe doch eine neue Strahlenwaffe bekommen. Ach, da oben ist es schon gleich. Okay, dann kann ich die hier mit tauschen. Willkommen, nicht dich heilen. Ich kann da nicht wirklich drauf reagieren, auf das, was sie da erzählen, weil es einfach manchmal, es ist zu göttlich. So, erstmal wieder ein bisschen Platz schaffen.
Nein, 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 nein. So wirklich Sachen werde ich mir eh nicht kaufen. Eher nur verkaufen. Wir sind kein Vollpfosten. Wir haben ja schon Monsumi. So, jetzt kommen wir nach Concordia. Das konnten wir zuvor noch nicht, aber jetzt. Willkommen in Concordia, ein Drecksloch, wie es im Buche steht. Such einen Kerl namens Huxter, Ex-Hyperion-Mann. Er hat dir das Sagen. Huxter? So. Habe ich doch was Schönes gefunden. Finde ich aber nicht schön. Ja, das ist Concordia, der mächtigste Weltraumhafen auf Elpis. Schade, dass du es wegen deiner vielen Verwarnungen nur von einer Zelle aus sehen wirst. Oppo, oppo. Ich hab doch gar nichts gemacht. Gib ihm das Orbitron. Das wird echt schräg. Nur, dass du es weißt. Zur Dekontamination. Ich hab ja gesagt, du kommst da rein. Jetzt sieh zu, wo du bleibst. Yay, das hat gut funktioniert. Das hätte ich echt nicht gedacht. Willkommen, neuer Bürger. Gehorche meine Befehle. Nils, Nina, send me your... Send... Sie, mein... Stell dich auf Dekontaminationspad. Nicht bewegen, wenn Strahl kommt. Ich bin davon nicht so sicher. Du bewegst! Komm in Klinik, dumme Lapuschka. Ich, Schwester Nina, du brauchst Medizin. Du kommst zu mir. Aber nur wenn Arzt. Schwester Nina hasst große Babys. Außer echte Babys, die Schwester Nina liebt. Du verletzt. Hier, nehmen. Die ist sehr komisch. Gut, du besser. Wenn wieder verletzt, du kaufst Arznei an Automat. Du gesund, geh. Die ist sehr freundlich, die Schwester Nina. Ich lass mich hier ein bisschen. Ich hab nicht aufgepasst, was ich alles mitgenommen habe. Huxter, der Kerl, den du finden musst, nennt sich selbst Bürriff. Wie in Bürgermeister und Sheriff. Oh, völlig bescheuert. Aber er könnte wissen, wie wir das Signal finden. Der Typ bezieht immer noch eine fette Betriebsrente von Hyperion, von meiner Abteilung. Ich bin praktisch sein Boss. Er ist sozusagen schon im Team.
Das glaube ich eher nicht. Besucher von der Helios. Also folgendes. Keine Besucher heute. Du bescheuert betitelter Bastard! Danke, dass Sie das Büro des Bürgers besucht haben. Wir hoffen, die bürokratischen Interaktionen waren zu Ihrer Zufriedenheit. Nicht wirklich. Ach, ich schätze, jetzt kann uns nur noch einer helfen, so leid es mir tut. Geh in die Abhoverbar. Warte mal. Es gibt nur einen, der uns hilft. Natürlich, Moxie. Ah, das ist Lilith. Hey, Lilith. Hey, Lilith. Hey, Roland. Max. Oh, warte. Siehst du die zwei da auf der Tanzfläche? Die tätowierte Tussi und den Typ, der allergisch gegen Lächeln ist? Das sind Ex-Kammerjäger. Sieh zu, ob sie dir helfen. Endlich winkt uns das Scheißglück auch mal zu. War ich doch schon bei denen. Irgendwas ist doch immer. Kann ich ihr Trinkgeld geben? Ich will ihr Trinkgeld geben. Lilith, Trinkgeld geben ist wichtig. Moxie. Nicht Lilith. Hyperion, Dahl, ist da ein Unterschied? Wir sind im Urlaub. Gemeinsam. Ja, sorry, aber wir sind raus aus der Kammerjägerbranche. So viele Tentakel. Tentakel, ja? Oh, sprich mit Moxie, verdammt! Willst du zu mir, Sugar? Moxie. Mehr als ein hübsches Ding. Um die Helios wiederzukriegen. Ein Claptrap. Dieser Tag wird immer besser. So, Jack schickt dich was? Muss ihn ja schwer gewurmt haben. Aber keine Sorge, vorbei ist vorbei. Was braucht er von mir? Dahl-Soldaten blockieren die Verteidigung der Helios mit einem Störsignal. Jack meint, du kannst uns helfen, es zu finden und abzuschalten. Du willst ein Signal finden? Dazu musst du Transmitter auf den Echotürmen in der Stadt platzieren. Simple Triangulation. Die finden die Quelle, dann kannst du das Signal abschalten. Das Problem ist, ich habe keine Transmitter hier. Macht aber nichts. Du musst zuerst ein paar Mondsteine abholen, die der Zöllner Claptrap fälschlich beschlagnahmt hat. Geh zu ihm. Ich aktualisiere dein Echo. Vertrau mir. Du wirst es bald verstehen. Was soll das? Du arbeitest hier. Ich bin gerade dran! Klar, in 2 Minuten ist deine Pause vorbei. Kann ich Trinkgeld geben? Nein, ich will Moxie kein Trinkgeld geben. Aber wir können hier endlich mal ordentlich mit Moxie arbeiten. Das hört sich eigentlich auch so falsch an. Ich finde Moxie toll. Wer alles Moxie toll findet, kann das ja mal ganz gerne in die Kommentare reinschreiben. Moxie sagt, du sollst ihre Mondsteine abholen. Ich glaube, ich habe sie in der Bank hinterlegt. Du kannst sie dir dort holen. Ich bin kein großer Fan der Bank, aber sie ist nützlich. Man kann dort Sachen bunkern, die man nicht mit sich rumschleppen will. Ach ja, richtig. Ich habe sie ins Versteck gebracht, nicht auf die Bank. Na, du kriegst die Waffe. Ihr Besitzer braucht sie nicht mehr. Das Versteck, was? Dort kannst du Objekte einlagern, die du mit anderen tauschen willst. Keine Ahnung, wieso er die Mondsteine dort abgelegt hat. Okay. Du hast den Safe entdeckt. Benutze den Safe, um Objekte aufzubauen, die du später noch einmal brauchen könntest, aber nicht dauernd mit dir herumschleppen willst. Okay. Wo ist jetzt das Versteck? Da. Sich selbst verwarnen. Wegen Blödheit. Nimm die Mondsteine und bring sie zum Schwarzmarkt. Check dein Echo.
Okay. Zollschrank, du hast den Zollschrank gefunden. Im Zollschrank kannst du Objekte aufbauen, auf die all deine Charaktere zugreifen können. Hier, also wenn wir einen anderen Charakter haben, wenn wir hier was reintun, kann er später hier das sich rausnehmen. Zeig die Mondsteine dem Typen da, dann kriegst du, was du brauchst. Lass mich raten, das ist wieder Crazy Earl. Oder ein Bruder von Crazy Earl. Ich habe vor einiger Zeit einen Haufen Transmitter bestellt, wollte mich dort aber nicht mehr blicken lassen. Diese Janie Springs versucht dort immer zufällig auf mich zu treffen. Ich verstehe die schon. Würde ich auch so machen. Was liegt an? Jetzt gerade will ich Moxys Mondsteine gegen Transmitter von ihm eintauschen, guter Mann. Die gebe ich dir gratis dazu, wenn du mir was von dem anderen Müll hier abnimmst. Okay. Rucksack. Ja, Crazy Earl kommt herum. Es ist nützlich, ihn zu kennen. Bring ihm die Mondsteine, dann gibt er dir, was du brauchst. Was liegt an? Ich liebe diesen Kerl. Ich gebe dir die Koordinaten der Türme auf dein Echo und leite die Aktion von hier. Ich melde mich, wenn du den ersten Transmitter platzierst. Okay. Schatzmeier gibt es permanente Charakter-Upgrades, allerdings nur gegen Mondsteine. Mondsteine verdienst du, indem du Mission abschließt oder du findest sie bei besiegten Gegner oder in Schatzkisten. Du musst auf das Dach von Springs Emporium O'Stuff kommen. Sie ist nicht in der Stadt, kann dir also nicht helfen. Und nur damit das klar ist, sagt Jack, wenn das vorbei ist, sind wir quitt. Okay. Wo schneit's in der Schweiz da? Irgendwas. Ich habe eine Verbindung, aber sie ist nicht sehr stabil. Könntest du dem Ding einen Klaps verpassen? Schon besser. Gib mir eine Sekunde, damit ich hier alles herrichten kann. Ich verstehe nicht ganz. Sie hat sie abgeholt? Nicht persönlich. Sie hat ihn geschickt. Ich sag's dir nur, weil du's wissen wolltest, wenn jemand sie abholt. Und hat sie was über mich gesagt? Na, siehst du, was ich meine? Das Signal. Es kommt nicht aus Concordia. Ich schick dir die Koordinaten für den nächsten Turm auf dein Echo. Okay. Jetzt können wir hier über die Dächer ein bisschen schlendern. Ja, eigentlich vom Vorteil, wenn wir das machen. Und dann schauen wir weiter. Ich verstehe Janie schon, warum sie unbedingt... Ich würde auch alles machen, um bei der Moxie zu sein. Okay, hör zu. Ich schicke dir einen Wegpunkt. Er zeigt, wie ich versuchen würde, da hochzukommen. Einfach, weil ich so nett bin. Ich bin da schon oben. Liebe Moxie. Perfekt, jetzt funktioniert's. Und jetzt kalibrieren wir das Ding. Ich muss hier an ein paar Schaltern fummeln. Mama, du weißt, warum ich nicht komme zurück. Hier sicher. Firma weiß nicht, ich bin hier. Name ist gleich, weil die glauben, ich ändere. Aber Mama, Mama, nicht weinen. Nina muss los. Dieser Transmitter funktioniert nicht. Also nochmal von vorn. Okay. Das war's. Über dem Büro des Bürofs ist ein Turm. Versucht er hochzukommen. Okay, ich bin oben. Denke ich. Achtung! Das unerlaubte Betreten von Staatseigentum wird mit sofortigem Tod geahndet. Danke. Ach ja, ich hätte die Geschütze erwähnen sollen. Du musst sie zerstören. Ja, wir sind nur Feldgeschütze. Halt noch nicht viel aus. Sehr schön. Ja, sieht aus, als hätten ein, zwei Kugeln die Relaiskupplung beschädigt.
Sieh mal bei den Geschützen nach, ob du Ersatz dafür findest. Das klingt ja aufregend. Das ist ein Ding, das macht, dass der Transmitter wieder geht. Das ist sie. Okay. Ging ja schon als gedacht. Jawoll. Jetzt muss ich nur noch... Eine echt gute Zuhörerin. Das muss man dir lassen. Kann ich dich nicht morgen für eher körperliche Dienstleistungen buchen? Momentan bin ich vor Stress der reinste Vulkan. Etwas entspannen würde mir wohl gut tun. Wie eklig. Ich sag all meinen Gästen ganz klar, dass Serena nicht dazu da ist, um... Ich kümmere mich später um den Bürif. Okay, alles bereit, wie es scheint. Geh zu der Steuereinheit, die ich auf deinem Echo markiert habe. Aktiviere sie, dann können wir den letzten Scan starten und das Signal orten. Alles klar. Den hab ich gezeigt! Ah. Ja. Das finde ich schön. Ich dachte auch, hier gibt es eine kleine Knallerballerei dann. Also ein bisschen mehr als nur, dass mir die Geschütze, weil das war ja... Da drüben, hab sie gefunden. Danke, Maxi, dass du auch genau weißt, wo das Zeug ist. Hier ist eben unsere liebe Maxi. Das Signal scheint aus Crisis Gar zu kommen. Das ist eine alte Dahl-Funkstation. Dort gibt's seit Jahren nichts als Gavs. Tja, scheint wieder zu laufen. Schalt es ab. Und Status-Update. Ich werde nach wie vor beschossen. Wäre also cool, wenn du schnell machen würdest. Ja. Wenn das überhaupt so einfach funktioniert. Bürger von Concordia. Bis auf Weiteres wird die Stadt zu ihrer eigenen Sicherheit abgeriegelt. Keiner kommt rein oder raus. Das wäre alles. Nein. Okay. Verdammt, wie ist denn der Typ drauf? Das ist total frustrierend. Geh wieder zu Moxi. Die hat immer geheime Ausgänge. Klassiker. Yep. Wenn du mal in der Klemme steckst, geh zu Moxi. Es ist aber wirklich immer so. Okay. Hallo, Maxi. Hey, boah, was machst du denn hier? Was machst du denn hier drin? Wow, du hast dich verändert. Und du bist voll Roboterblut. Verdammt, ich hasse es, wenn man mich ungestylt sieht. Was willst du denn? Ich muss aus der Stadt raus. Aber der Bürger hat Concordia abgeriegelt. Weißt du, Rat? Ich weiß, wie es rausgeht. Aber ich zeig's dir nur, wenn du mir versprichst, keinem zu sagen, was du hier gesehen hast. Ich finde das eigentlich nicht schlecht. Ich weiß, und ich kann nicht lügen. Täuschung.exe erfolgreich ausgeführt. Sehr schön. Denn wenn du singst, müsste mein Sohn dich lebend im Staub verscharren. Wie gesagt, das werde ich niemals erzählen. Ich finde, nur so sieht Moxi auch nicht schlecht aus, also. Mir gefällt das. Meine hübsche Moxi. Okay. Aus der Stadt raus. Ich hoffe, du findest das Signal. Und denk dran, Leiche im Stau. Wir haben ein Klassenmod erhalten. Klassenmods sind spezielle Objekte, die eine große Bandbreite an Charakterstatistiken positiv beeinflussen können. Seltenere Klassenmods bringen mir auch Bonus-Skill-Punkte.
Gut, dann gehen wir jetzt weiter nach Triton Flats. Würde ich sagen, speichern wir hier. Oder besser gesagt, wir beenden hier die Folge. Und sehen uns wieder in der nächsten Folge vom Borderlands. The Pre-Sequel. Bis dahin, auf Wiedersehen.